Und damit, hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge des Command & Conquer generelle Let's Plays, wo wir ja diese Folge hier so langsam aber sicher einen Angriff starten wollen. Ich war gerade verwundert, was die Abbaufahrzeuge hier machen, aber ja, sie bauen woanders ab. Einen Angriff starten wollten, wir müssen einmal hier die Armee hier mal nach da verschieben, damit die Baufahrzeuge vernünftig durchkommen. Und ich hatte gesagt, diese Folge fangen wir an. Und das würde ich auch fast schon sagen, können wir so durchziehen, oder? Ist die Frage, wie lange ich jetzt noch warten möchte. Aber wir müssen das Teil zerstören und das Teil zerstören. Und das, bevor das auf Null sinkt. Das ist der momentane Plan. Jetzt muss die Frage, wie lange ich jetzt noch darauf warte. Theoretisch ist die Armee groß genug. Praktisch bin ich mir halt nicht sicher. Okay, komm, wenn jetzt die nächsten zwei, die ich in Auftrag geben kann, wenn hier 1600 steht, dann legen wir los. Wenn der hier also abgibt. Die Frage, ob ich hier oben jetzt noch irgendwo Def hinstellen möchte, aber wir lassen es kommen. So, so, gib. Perfekt, du mit zur 1. Ihr hier so mit zur 1 und dann go, go. Ja, ich muss mich wahrscheinlich hier vorher irgendwo sammeln, wäre sinnvoll. Wir sammeln uns mal hier. Oh. Ne, wir greifen direkt das hier an. Das da muss leider Top-Prio kriegen. Ich glaube, jetzt ist egal. Einheit verloren. So. Dort sammeln. Also das Wichtigste ist bei dem Sammeln jetzt echt nur, dass es halt darum geht, dass nicht gewisse Fahrzeuge immer vorne wegfahren. Das können die machen, aber es ist halt nicht unbedingt die beste Idee. So. Und dann auf geht's dahin. Wir werden definitiv noch irgendwas aufdecken, was uns angreift. Ja, da ist es. Einheit verloren. Und das da muss Top-Prio kriegen. Erstmal noch das weg. So, Angriff da drauf, sonst geht das hier massiv in die Hose. Weiß, der fährt gerne weg, aber das darf gerade mal nicht passieren. So, das da weg. Und das da weg. Okay, da drauf. Einheit verloren. Sie machen Fortschritte, Commander. Der Großteil der Stadt ist bereits befreit. Ja, ich weiß. Dahin. Und jetzt ist bloß eine interessante Frage. Gleich, ich zeig's euch. Wir werden aber erstmal gleich wieder in der Base sammeln. Das Ding weg. Unser internationales Ansehen ist hoch. Gute Arbeit. Einheit verloren. Das können wir ja auch noch platt machen eigentlich. Da habe ich noch das gesehen. Wir haben die Stadt befreit von den IB-Gases im Nordufer des Flusses. Ja. Sir, die Bevölkerung rebelliert gegen unsere Feinde. Einheit verloren. Das da hat Top Prio. Greift ihr das bitte an. Jetzt passt. So, da drauf bitte als nächstes. So, das hier wegmachen. Einfach angreifen. Ah, das läuft doch unerwartet gut. Sehr schön. So, jetzt muss die Frage, fahre ich hier rüber? Machen wir gleich. Bevor wir das aber machen, einmal hier sammeln. Wie greift man das an? Wir sammeln uns hier. Wir müssen das Ding zerstören. Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt hier drüber angreife. Oder, wir können den aber noch angreifen, oder ob ich hier drüber fahre. Beides wird wahrscheinlich mit Verlusten einhergehen, von daher ist es rum wie numm. Ich
Einheit verloren. Ja, das ist jetzt nicht so geil, aber okay, muss ich halt so reagieren. So, die erstmal weg, die zwei. Und wir zerstören das. Sehr schön. So, dann sind wir uns da. Ihr bitte auch mit zur 1. Da sammeln. So, und jetzt haben wir noch 34 Ansehen über. Und diese 34 Ansehen müssen ausreichen, um... hier mich durch die Basis zu fighten und das Ding zu zerstören. Da ist natürlich jetzt die spannende Frage, ob das klappt, aber ja, was machen wir? Ganz simpel, wir speichern einmal und give it a try. Ich sehe keinen Grund, jetzt hier noch Ewigkeiten zu warten. So, Focus Damage bekommt das. An, wie die Einheiten hier am Stacken sind und nicht vorankommen. Aber man kennt es ja schon. So, irgendwann dann jetzt Einheit perfekt, verloren. Macht ihr auch langsam mal Damage. So, da oben als nächstes drauf. Hier jetzt erstmal kurz einfach zerstören, was da ist. Dann erstmal die zwei Panzer hier oben noch wechseln. Noch zerstören. So. Und jetzt hier einfach alles wegmähen. Zeit haben wir. Hat doch unerwartet gut geklappt. Das hätte wesentlich schlimmer aussehen können. General, wir müssen die IBG zurückschlagen. Wir arbeiten daran. Und greift das als erstes an. So. Ihr bekommt mal Sammelpunkte. Einheit dort. Verloren. Auch. Sammelpunkt da. So, 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 so. Den müssen wir einmal abfangen. Eieiei. Der Moment, wo du dich fragst, ob das vom Spiel ernst gemeint ist. Wir mit zur 1, du mit zur 1. Mit zur 1. So, auf geht's hier oben weiter. Wir sind ja nicht weit gekommen. Das da angreifen. 20 Ansehen, bis da müssen wir hier sein. Eigentlich habe ich keine Zeit mehr. Go. Einfach fahren. Einfach fahren. So, da drauf. Versuche mich jetzt auf das Wichtigste zu beschränken. In dem Fall halt die Stingerstellung und die Panzer und einfach durch. Lasse die Basis stehen. Einheit verloren. Weit so okay. Eieiei. Okay, ich sehe jetzt schon etwas anderes als Problem auf mich zukommen. So, hier einmal rappen. Und zwar... das wird was. Okay. Dann Einheit verloren. Wir probieren mal unser Luck, mal gucken, ob das klappt. Ich hege da Zweifel dran, aber... das da muss weg. Und... komm. Einheit verloren. Los, weg damit. Perfekt. Haben wir gewonnen schon? Wir haben gewonnen. Nice. Ich dachte, ich muss mich jetzt noch gegen alle anderen wehren, aber das war gerade die beste Methode. Ja, und dann auf zur nächsten Mission. Die vierte, glaube ich. Unsere
siegreichen Truppen ziehen unaufhaltsam weiter und drängen die Einheiten der IBG an allen Fronten zurück. In der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates hat sich unser Präsident für das ihm entgegengebrachte Vertrauen bedankt und erneut gefordert, die IBG bis auf den letzten Cyborg zu vernichten. Sie ist ein verwundetes Tier, sagte er zu den Zuhörern. Wir müssen verhindern, dass es wieder zu Kräften kommt und sich erholt. Da die westliche Allianz sich inzwischen in ihr Kerngebiet zurückbegeben hat, ist es an uns, unseren europäischen Freunden beizustehen. Unsere neuen Verbündeten unterstützen die Politik des Präsidenten, der schon einen weiteren Feldzug gegen die skrupellosen Truppen befohlen hat. Sun Mei Ying, auf Wiedersehen. Was auch immer das für eine komische Mission ist, die ich hier gerade sehe. Wir fangen offensichtlich IBG-Truppen ab, okay. Uns liegen Geheimdienstberichte vor, dass sich die IBG-Verbände zu diesem Punkt zurückziehen. Lassen Sie nicht zu, dass IBG-Einheiten dieses Gebiet verlassen. Unser neuer Helix-Helikopter wird uns den Sieg sichern. Sobald unsere Truppen aus Süden vorrücken, haben sie ihr Primärziel erreicht. Okay. Drei davon. Gut, dann muss ich erstmal ganz kurz orientieren. Ich kann keine Panzer bauen. Ich kann nur Hubschrauber bauen, oder was? Ich muss die ganze Mission mit Hubschraubern regeln. Eieieiei, okay. Das heißt, das hier ist wirklich nur für die Base Dev da. Für nichts anderes. Und dann werden wir mal Hubschrauber in Auftrag geben. Transporthubschrauber Helix, ne? Upgrade verfügbar. Ja, kann man die noch ausbauen? Bestimmt in der Napalmbombe? Ja, was? Posten bauen sie in einen Bunker ein. Diese Gatling-Kanonen waren das, was gebracht hatte. So, du nimmst mal das ein. Und du... General, die erste feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Okay. Dann wollen wir uns das doch hier mal angucken. Sie haben ein Ziel für mich? IBG-Verbände nähern sich aus westlicher Richtung. Also es geht auch darum, ob das hier überhaupt so klappt, wie ich mir das vorstelle. Unser Helix ist der Overlord der Lüfte. Bauen Sie mehr Helix-Helikopter. Das klappt sogar tatsächlich. Okay, ja, ich werde jetzt nur Helix-Helikopter bauen. Mit jeweils den Gatling-Geschütz. Aber... wie euch vielleicht schon aufgefallen ist... dauert das ja alles so seine Zeit. Bewachen. Nützt mir das was? So, mal gucken. Ja, perfekt. Machen wir das erstmal so. Bauen in der Zeit weiter Helis. Die wir logischerweise auch ausbauen. Dahin. Und schauen mal, ob wir eine Hubschraubermission hier hinbekommen. Gebäude bauen macht ja keinen Sinn. Oder gibt es irgendwas, was ich bauen könnte, was sinnvoll wäre? Außer Base Dev nicht. Nachschublager macht auch keinen Sinn. Da habe ich ja hier unten. Das muss so erstmal reichen, würde ich sagen. Also ich könnte noch... Sie wurden befördert. Mit folgenden anfangen. Ich könnte jetzt noch anfangen, hier diese ganzen... Dinger hier einzunehmen. Die werden mir sehr wahrscheinlich nicht aus Spaß angezeigt.
Die Frage ist, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das Gebäude gehört uns. Wir laufen einfach mal hin. Ich meine, jetzt ist noch Ruhe. Jetzt kann ich es noch einnehmen. Und daher, give it a try. So, ich brauche für den noch Geld. An, wie gut das mit den Helix momentan funktioniert. Das hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Hier 3 mit zu 1. So, hier wieder bewachen. Gatling-Kanone ist online. Das Gewitter beginnt. Also, ja, man könnte ja schon fast sagen, wenn das jetzt alles ist, wird es langweilig. Ein bisschen hart ausgedrückt, aber... Genau das wird es werden. Ups. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Ja, jetzt muss ich fragen, was ich jetzt hier skille. Bombenteppich und Ziel und ein Schwert. Wahrscheinlich alles nichts bringen. Weiß es nicht. Weiß es nicht. So, du nimmst als nächstes das ein. Der ist noch in Arbeit. Weitere Hubschrauber kommen gerade nicht, weil Geldmangelware ist. Das ist jetzt meine Hubschrauberarmee. Die muss jetzt eine Weile durchhalten. Wobei die jetzt nicht so schlecht aussieht, wie man wie es im ersten Moment den Eindruck macht. Wir haben die erste Welle abgewehrt. Schön. So, du bist noch nicht so weit. Den habe ich dahin geschickt, den würde ich dahin schicken. Wenn es klappt, es kann sein, dass jetzt hier eine Base ist, ich weiß es nicht. Ich schicke dir einfach mal quer über die Karte. Dann du nimmst das ein. Und du nimmst mal das ein. Dann laufe ich hier ja schon fast an den wichtigsten Sachen vorbei. So, du bekommst das. Hier, nächste im Bau. Ne, zwei können wir nicht im Bau gehen, haben wir keine Kohle für. Aber trotzdem. Also, du nimmst gleich das Gebäude ein. Und zwar... General, jetzt? Die zweite feindliche Welle hat sich in das Zielgebiet zurückgezogen. Der Geheimdienst hat ihre Marschroute auf ihrem Radar markiert. Ja. Wir sind auf dem Weg dahin. Hier irgendwo hin. Los geht's. Ich werde wieder versuchen, dort wo sie spawnen, direkt abzufangen. Dass wir da gar keinen großen Stress haben. Genau hier. Da bewachen. Wunderbar. Du. IBG-Verbände nähern sich aus südlicher Richtung. Du läufst schon mal dahin, um das einzunehmen. Zack. Du nimmst das ein. Ja, das ist doch perfekt. Die Hubschrauber lasse ich hier, definitiv. Was haben Sie für Gatling-Kanone vorbereitet? Also vermutlich werde ich jetzt irgendwann gleich nochmal den Punkt erreichen, dass ich das aufteilen muss. Aber da mache ich mir gerade gar keinen Stress deswegen. Wir haben einen feindlichen Infiltrator geordnet. Wir sollten diese Gebäude sichern. Was heißt Gebäude sichern? Ihr Witzbolde. Das ist genau das, was nicht passieren darf. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Ich muss direkt hier hinsetzen. Steck die mal hier hin. So. Ihr. Wie lauten Ihre Befehle? Was haben Sie für mich? Gatling-Geschütz. Gatling-Geschütz mit zur 1. Was haben Sie für mich? Hier unten Deffen. Ist ja auf dem Weg, euch dahin macht. Nein! Missklick. Da Deffen. Hier 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir halt gleich 5. Du.
gehst das einnehmen? Wir haben sie in ihre Schranken gewiesen. Den haben wir. Gibt's hier noch was zum Einnehmen? Ich weiß noch von dem Gebäude. Gut, erstmal sind die 20 Minuten rum. Ich muss gleich noch mal gucken, vernünftig, ob hier noch irgendwas zum Einnehmen ist. Aber bis jetzt sieht es ja nach einer geilen Mission aus. Mal gucken, ob die noch spannender wird oder ob das so leicht bleibt. Jetzt bedanke ich mich aber erstmal soweit fürs Zuschauen. Lasst noch einen Daumen nach oben und schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sagen wir mal zum Schluss. Tschüss.